Moin moin liebe YouTube-Pyros und herzlich willkommen zu einem weiteren Schnelltest-Video hier auf meinem Kanal. Wunderbares Zeug haben wir hier heute, denn die Leute, die schon mal auf dem belgischen Markt unterwegs gewesen sind, die werden die Packung höchstwahrscheinlich erkennen. Den Pyrotechnik Sound Generator XL. Ja, besser kann man es augenscheinlich ja auch nicht kennzeichnen, dass es sich hier ganz klar um einen P1 Schallerzeuger handelt, der für den belgischen Markt importiert worden ist. Ja, und ich sag mal, Hersteller ist kein geringer als Zial 4, original spanische Produktion. Das verspricht natürlich wirklich Qualität. Wir schauen mal rein. Dann habe ich sie mal ausgepackt, die 5 P1 Schallerzeuger. Wunderschöner Trueno, wirklich hochwertig verarbeitet. Sieht alles richtig klasse aus. 1,9 Gramm, wie gesagt, wunderschön. Normalerweise sind sie farbig, meine ich, in der 5er Packung, aber ich habe jetzt hier nur gelbe erwischt. Sei es drum. Wir schauen mal. Und hier rechts im Bild blende ich euch nochmal den zur damaligen Zeit Original-Karton von Zial 4 ein. Sie hießen damals Trueno Mascheletta und wurden ja dann aufgrund der heiklen Situation und dem anstehenden P1-Verbot in Belgien einfach in einen besser deklarierten Karton gesteckt, der dann auch deutlich auf P1-Artikel hingewiesen hat. Ja, im Moment in der aktuellen CL4-Liste findet man den Böller mit 1,9 Gramm natürlich auch unter dem aktuellen Namen Trueno Hulk wieder. So auch weiter noch nicht auf dem Markt zu finden, aber das kann ja auch noch kommen. 1,9 Gramm in Spanien in F3 klassifiziert. So, wir kommen zum Test der Pyrotechnik Sound Generator XL. Wie gesagt, wir schauen mal drauf. 1,9 Gramm. Komische Zahl, warum nicht 2? Aber mal erstmal einen schauen. Schönes Ding und wir hauen alle raus. P1 in Belgien nicht mehr möglich. Schlussfazit, was für ein kräftiger und wirklich saftiger Trueno aus spanischer Produktion und was für ein traumhafter Schnipselwurf habe ich so bei einem Blitzknall-Trueno wirklich selten bis noch nie gesehen. Aber auch in der aktuellen CL4-Version erhältlich als Hulk, wie gesagt, behält er sich seinen wunderschönen Schnipselwurf und auch diesen saftigen Knall bei. Vielleicht ja auch bei uns bald mal demnächst, vielleicht in Deutschland als F3-Version verfügbar, würde ich mir wünschen, dass er mal importiert wird. Tolles Teil!